Was hast du denn? Was soll das? Das ist Show. Das sieht so aus, das guck dir nochmal an, ich meine, das ist doch kein normaler Schaum. Das ist doch Dörrschaum. Prost, Dörrschaum. Dörr, ahoi. Knusprig. Knuspriger Schaum, ja genau. Mir trifft's wohl. Guten Morgen, liebe Leute. So, es geht gleich los in den Laden. Was wird denn keimfrei? Papa, Mama, Feuerwehr. Die erzählen Quatsch, ey. Papa, es wird keimfrei. Nee, ich hab immer noch Keime in mir, auf alle Fälle. Viele so, ja. Könnte ich auf die Stunde schmieren, wäre sehr haltvoll. So, wir sehen uns gleich nach. Licht machen, richtig. Das ist immer so, wenn es erstmal noch ein bisschen. Andere Richtung? Runter? Jawohl. Es lässt es immer hier oben grün, Papa, ein bisschen. Ja. Das war mal wieder Schmutz. Bitte, bitte. Aber ich hab die mal auf die Akte gemacht. Nein, das hat Papa einen Aufkopf. Ja, das ist wie so eine Mütze, die so schräg drauf ist. Wollen wir draußen arbeiten? Nee, draußen nicht. Und deine Bremse ist nicht. Guck, ich bremse jetzt. Und wir fahren weiter. Ja. Oh, und wir müssen die Bremse. Kannst du ja ausmachen, was du. Ja. Es ist noch gar nicht Nacht. Ständer ist hier, oder? Und der Reifen ist platt vorne. Vorne schon wieder? Da ist dann wohl ein Loch drin. Papa, was machst du oben? Er bringt das Fahrrad nach oben. Hallo. Wieso denn? Weil fast Kunden allein arbeiten wollen. Was für Ding? Knast, weil er Brot und Aufschnitt für 22 Euro und 1 Cent geklaut hat. Ja, Pappe geklaut und verdeckt. Ich wollte da herkommen, ich dachte, nee, dann geht's ja herkommen, blamierst du dich auch. Jo, klar! Wir haben noch was Nettes noch. Du bist noch mal gekommen? Nee. Wisst ihr, ich gedacht, da wollte ich mir noch mal kommen damit. Da. Haben wir alle? Ich hab ihn ja gesehen, der hat ja hier mit beim Besen, der ist ja rumgekommen, Alex. Da habe ich gedacht, na jetzt ist es. Ich dachte, ich wollte da herkommen. Erstmal letzte hat der neue Hänger geregnet. Ach, ich dachte, lass mal. Wir sollen mir nichts anderes. Das heißt immer, da heißt es wieder, ich hätte was gesagt. Da wisst ihr, wie ich meine. Ja, ich sage, ich rede bei ihm und ja, ich muss das machen und ich muss das machen und ich muss essen und ich muss jetzt richtig waschen und Hosen und das alles. Jeder macht nicht doch für sich, wie er das macht. Ja, ja. Oder? Na, ist doch so. Ja, ja, mal gucken. Mal gucken, jetzt will er ja die Baumscheiben hier trotzdem machen. Welche, die da? Die und die, ja, ja. Warum bitte? Ja, ja, jetzt hat er sich selbst ernannt zum Baumscheibenkönig. Ach so. Jetzt ist er drauf. Jetzt macht er alle Baumscheiben hier. Ja, ja, Europaletten ja, ja. Verballert er in die Baumscheiben. Hat er ja, ja, der Keller sieht aus bei uns, den musst du mal gucken. Also kannst du nee, ja. Das ist, hat er schnell aufgeräumt gestern am Vormittag noch, hast du ihn gesehen? Hat er Brenners gemacht, hat er bei den Trainern da hingefahren, sein Wagen davon mit dem Zapsat, damit er kein Eier gibt. Ich sag nur, ich hab mir gesagt, ob ich überfordert bin, dann musst du mir das doch sagen. Alter. Ich sage, nee, wenn ich vom Garten aus nach Hause komme, dann machst du besser,
das Wetter ist heiß, dann bist du auch, hast du 2 Stunden, bist du auch kaputt. Ich werde auch 70, verstehst du, was ich meine, ja? Er muss ja nicht, ich habe ihn mehr, ich helfe ihm. Ja, aber du machst da ja nicht mit weiter, du hast da ja nicht weiter zu machen. Na nee, ich halte ihm wohl helfen, aber ja, ich kann mal schauen. Ja, musst du aber nicht, weißt du. Ist ja nicht so schlimm. Ich soll ja nicht. Ich sage, aufpassen, der Kinder mal klaut oder bla bla bla. Und weiß ja nicht. Naja, ist das so. Naja. Hey, gut, ich mach mal weiter, es ist mir kalt hier oben. Ich muss unten mal tun. Meine Kinder machen sauber hier. Den Stall heißt es. Nicht hier vorne hin! Hier vorne nicht! Okay. Baby, putz dort hinten, guck! Tina, putz dort hinten! Tina! Ja, ich putz hier. Ich putz im Topf. Ich putz dahin. Du meinst hier, hab ich gesagt. Okay, hier. Aber nicht! So, liebe Kinder, jetzt habt ihr so schön gearbeitet. Wollen wir einen Kakao holen? Ja! Okay, dann gehen wir einen warmen Kakao holen, ja? Und Papi, können wir noch einen Schokokasson von mich holen? Den Kakao machen wir ja selber. Wir haben ja Milch, wir haben Kakao. Ja, ja, machen wir selber. Aber erstmal holen wir von mir einen Schokokasson. Guck mal, das seid ihr da und ich bin noch mal was Bauchwitzkern. Okay. Was macht ihr eigentlich im Bauch zusammen, du und Skali? Na. Party? Nein. Wir leben nur, wenn man was braucht. Und ihr habt da nicht blau. Ah, sind die Hände so blau. Habt ihr den Müll ja wieder auf die Treppe gemacht? Das ist ja ein Ding. Du mein Gemein? Wie ist das denn gemein, als du mit den Kakao ankommst? Du kannst ja da drüben sitzen, du kannst nur abräumen. Ja, abräumen. Ein bisschen abräumen muss man schon. Du hast ja hier so eine kleine Abfrage, wenn ihr willst. Papa, putz, das ist ohne Mission, hey! Naja, muss auf einmal erledigt sein. Es ist ja immer wieder dreckig, weil Leute kommen ja auch runter. Deswegen kommen wir immer. Nee, aber nicht bleibt denn jetzt. Bitte mach keinen Dreck mehr hier. Ja, Papa! Ballumen! Ja, so meine Kammer haben. Ich hab nicht gepupst! Blumen, lass sie da oben. Meine liebste Kammer! Ist Objekt. Kulturobjekt. Wir haben Kakao. Und wisst ihr, warum wir Kakao haben? Ganz einfach deswegen. Aber heute ist es so kalt. Und guck mal, was meine Schwester dort macht mit meinem neuen Benjamin Blümchen. Was mache ich denn? Der hat mit der Geißhange mein Ständer. Und jetzt hast du auch mit meinem Ständer so aufgeblasen. Ich hab die Zange. So kaputt. Ich sag's Papa. Kamiha, ja. Die zahlt aus. Und die Kamera filmt nicht. Hä? Oh nein! Die hab ich schon der Gurgel, fand ich egal. Filmt sie, Papa? Was? Ja, filmt sie. Die ganze Zeit filmt sie. An dem Kackwagen mit ihrer Geister und mein Fahrrad kaputt gemacht.
Hab ich nicht! Gleich einer auf den Deckel. Ich hab's nicht gemacht! Mache ich das jetzt auch bei dir? Ich mache es auch Papa. Papa, du machst dein Fahrrad kaputt. Nein! Auf doch! Den Deckel. Nein! Auf den Deckel! Klick, klick, hallo! Ich hab's nicht gemacht! Auf den Deckel! Auf den Deckel! Wo ist dein Deckel? Wo ist dein Deckel? Pass auf, Vorsicht! Kappe! Wo ist dein Deckel? Wo ist dein Deckel? Wo ist dein Deckel? Nein, machen wir nicht. Ist doch Quatsch. So, wo wir jetzt? Noch die Flaschen von oben. Die würde ich jetzt auch noch. Das nimmt ja alle die Überhand. Das ist ja mit den Pfandflaschen, das ist ja hier. Gut, mal das System an hier. Das ist voll. Das ist fast. Das ist auch schon auf dem Weg zur Fülle. Gut, dass ich die zwei Dinger habe hier. Hol ich mal die Flaschen von oben. Moin. Ja, ich mach natürlich ein Fahrrad. Natürlich? Natürlich, ja, weil. Weil? Ja, was sonst hier? Fahrrad kaufen, Fahrrad reparieren, Krödel kaufen. Nein, nur was mieten. Hier kann man so vieles machen, das ist unglaublich. Ja, ich auch. Nur die Spitze, das ist nicht gut. Machen wir nicht. Nein. Nein, den musst du nicht essen. Den kann man nicht gucken, den nicht essen. Das ist dir zu offen. Nö, das ist saftig. Nein! Das ist euch überlassen, aber das darf nicht. Ich schmeiße mal die Hälfte weg. Da wird nur die Karotte probiert. Hast du eine Karotte einzeln? Dann würde ich die Karotte einzeln kochen. Es geht da nur um die Karotte. Das ist Karotte, Banane, Apfel, alles Sättige. Nein, ich meine die Karotte, die Deko-Karotte. Achso, du meinst das eine einzelne? Nee. Ich meine keine Karotte. Eine Karotte. Ich glaube, die falsche. Nee, die erste habe ich die falsche. Karottenkuchen. Du und dein Karottenkuchen. Ich nichts. Ich bin rundum glücklich, wenn ich für euch bezahlen darf. Ich muss nach 15, 20 Jahren warten. Ja, was denn? Dann geht die Mädels hier mal einer aus. Ja, wahrscheinlich, hoffentlich. So ein. Das ist erst mit dir? Ja. Lecker Karottenkuchen. Lecker Karottenkuchen. Lecker Karottenkuchen. Lecker Karottenkuchen. Lecker. Lecker Karottenkuchen. Lecker Karottenkuchen. Karotte. Aber du musst auch den ganzen aufessen. Ja, aber da sind sogar echte Karottenstücke drin. Lecker, hier sieht man das. Was ist das? Lecker Karottenstücke für sie was essen. Wieso? Weil die dir die gar nicht schmecken. Lecker Karottenstücke. Du musst alles essen. Karotte, ich Karotte. Soll ich dir die Karotte rausholen? Ich muss Karotte rausholen. Karotte. Probier sie. Lecker die Karotte. Gut, liebe Leute. Heute ist ja wieder ein Paradebeispiel an Langweiligkeit. Ey Mann, was soll denn das da so? Na gut, ich mache ja eine ganze Menge eigentlich. Ich bin immer die ganze Zeit bis jetzt am Wuseln. Aber das ist eigentlich nicht zeigenswert. Also. Das ist irgendwie nichts, weil ich kann mich nicht auf eine größere Sache einlassen, weil ich weiß, wenn ich jetzt anfange, größere Sache wäre tatsächlich, also es hat ja immer mit Aufräumen bei mir zu tun. Bis Aufräumaktionen sehen dann immer so aus, dass hier vorne alles chaotisch ist, kein Mensch mehr irgendwie sich bewegen kann und dann kommt ein Auftrag, Schlauchwechsel, wo ich dann eben von hier Platz brauche, hin und her rennen muss und deswegen kann ich sowas tatsächlich nur machen, entweder wenn ich frei habe dann im November
also ab November oder eben am Sonntag. Warum hast du auf meiner Schnauze? Das ist von meinen ganzen Fahrrädern. Oh, wow. Hab viele Fahrräder, dann habe ich viele Schlüssel. Ja. Ja, das ist hier, das ist alles nur Kram. Außen. Dann machen wir das auch hin. Das ist eine Waage. Wenn man hier was draufpackt, dann kann man das Gewicht verschieben. Je nachdem kann man wiegen, wie viel man da drauf hat. Der kommt dahin, das kommt dahin. Dahin. Fingerhüte. Ich brauche ein Fahrrad für einen Tag. So, wenn ich miete das für einen Tag, wann muss ich das zurückbringen? Naja, entweder heute Abend bis 21 Uhr. Okay, vor 21 Uhr. Genau, dann sind es 8 Euro. Ja. Oder eben Montagmorgen. Sonntag ist es bestimmt. Sonntag ist zu. Okay. €89,95 bezahlt für einen Regler, der nicht kommt. Der irgendwo im Orbit kreist. Geil. Das ist ungut. Scheiße, ja. Das ist ein Problem. Ja? Okay. Ah, ist das so wie. Und denken Sie, das ist okay oder das? Das funktioniert für diese Stelle nicht. Und wie viel Zeit das? Ich kann. 45 Sekunden. Oh. Do you want to try it today? Or? Ich wollte Fahrrad fahren. Ja, mein. You want to try it? Es geht einfach so. Also, ich habe es auch noch nie gemacht, aber. Oh, Gottes Willen. Okay, gut. Hey, pass auf, pass auf deine Sie Hände auf. Aber Sie wollten nicht nur uns helfen. Wo? Oh. In der Schinkelstraße. Und? Ist Strom da? Ja, in meiner Firma. Oh, ja. Wo? Ja. Ja, glaube ich schon. Wollen wir gucken. Okay, sorry. Ja, da bin ich so. Gut. Mal nach Hause.
Tommy, schönes Wochenende. Tschüss. Was? Du? Osas? Ich glaube nicht, hab ich? Ich weiß nicht, das heißt, die Krankheit über welche Sprache. Ja, ich weiß nicht mehr. Organspende Ausweis. Syndrom. Syndrom. Kann man da rausholen? Organspende genau. Aber wir müssen jetzt leider los. Kann man das rausholen? Saft. Sowas hier. Abgelaufen seit 96. Nein. Saft nicht. Was ist da drin? Ja, das war da drin. Das ist der letzte. Echt? Es gibt da 96. Hast du verkauft die Dinger? Nein. Erster Auftrag heute. Ja, stimmt das überhaupt? Ich glaube ja. Platter Reifen. Ich müsste da nicht so viel erwarten jetzt hier tatsächlich. Der Kanal friert gerade ein hier bei mir, habe ich so den Eindruck, ehrlich gesagt. Da passiert ja mal gar nichts mehr. Natürlich die Stammklientel haben wir. Aber es kommt gerade kein neuer dazu. Liegt wahrscheinlich daran, ich bin einfach nicht im Trend. Kann man, das muss man einfach so sagen. Also irgendwie ist es vielleicht doch so, dass man bei YouTube nicht immer angezeigt wird oder so. Ich bringe nicht genug Millionen. Im Endeffekt geht es ja ums Verdienen tatsächlich. Und die ganzen kleinen Kanäle, die bringen ja YouTube nicht, weil YouTube da keine Werbung schaltet, beziehungsweise die Werbepartner bei YouTube keine Werbung schalten bei kleinen Kanälen. Deswegen muss ich groß sein. Also groß ist auch übertrieben. 1000 Abonnenten braucht man, ich sag's gerne nochmal, um Werbung schalten zu können, um bei YouTube höhere Sichtbarkeit zu haben. Das ist ja ganz logisch, das ist einfach nur ein Werbe. YouTube macht das auch nicht aus Nächstenliebe. Das ist knallhart ein Geschäft. Ja? So ist es nun mal. Genau wie ich mein Fahrradladen ja auch nicht nur aus Nächstenliebe mache, den mache ich ja auch natürlich als Geschäft. Sehr klar. Ich mache ab und zu mal was umsonst, das ist richtig, das macht YouTube halt auch, indem sie halt den kleinen Kanälen sagen: Naja, pass auf, ihr könnt euch probieren und so, und wenn ihr dann soweit seid, wollen wir aber gerne auch, dass ihr für euch, für uns mit Geld verdient. Und dafür, dass ihr natürlich für euch und gleichzeitig für uns mit Geld verdient, hast du quasi ein höheres Ranking und eine höhere Sichtbarkeit. Ganz simpel. Ganz simpel. Belohnsystem. Ganz simpel. So funktioniert's. So funktioniert YouTube tatsächlich. So nicht anders. Kann man nicht mehr machen, das ist halt so. Ich freue mich, wenn ich über 1000 bin, tatsächlich. Weil dann wird Werbung geschaltet und dann... Also, um Himmels Willen, nicht zugeballert. Man kann Gott sei Dank noch regulieren, wie viel Werbung drin kommt, ja. Gibt ja Leute, die machen 5, 6 Mal Werbung in so einem scheiß 10-Minuten-Video. Da kriegt die Krise, wenn mir meine Töchter unten... Und Müll gucken, der millionenfach schon angeklickt wurde. Da ist so oft Werbung drin. Also diese ganzen Zeichentrick oder Barbie-Scheiß oder so. Da ist so oft Werbung drin und so. Ja, also, aber wenn man einmal Werbung hat, das ist schon okay. Einmal Werbung am Anfang, die kann man ja auch wegdrücken. Das ist scheiße. Ja, Hauptsache die Sichtbarkeit ist erhöht und man erreicht mehr Leute, mehr Publikum. YouTube ist zufrieden, Tommy ist zufrieden, alle sind zufrieden. Jetzt gerade passiert eben nichts und ich denke, das ist eben auch so ein Grund, weil man einfach, naja, wird man irgendwo nach hinten geschoben in den Suchergebnissen. Bin leider. Bandite! Meine Kette hinten einfach raus. Ja, ich hab wieder drin gemacht. Ich hab gesagt, probier mal und schwupps weg, Base.
Naja, hat wohl geklappt denn, offensichtlich. Okay, fertig. Next. Wahrscheinlich hieß das... Essen ist da. Auf den Sachen. Das kann ich nicht. Letzte habe ich verschenkt. Echt, ja. So, meine Tochter malt ganz fleißig die Blumen. Und ich habe jetzt wirklich einen Auftrag. Ein bisschen mal was anderes. Bremse. Bremse. Die gute Frau war ein bisschen verwirrt von dem Ladengeschäft hier offensichtlich, wie das so läuft. Ich meine, ihr merkt, das war nicht ihr Ding. Normalerweise hätte sie es gern offizieller oder so arbeitet. Können wir bieten, hallo. Ein bisschen Husten zu kämpfen. Oh Mensch. Leute, tut mir echt leid. Okay, ich habe endlich was zu tun, Heike. Ja, meine Frau hat einen polnischen Abgang gemacht. Das fand ich ja ein bisschen schade. Bremspedal runtergebremst. Boah. Oh. Eieiei, tropft der noch vor Feuchtigkeit. So, den weg. Dann ziehen wir das her. Okay. Bremsbelag. Das Problem ist ja auch, ich sag den Leuten jetzt, hier habe ich zum Beispiel gesagt, jetzt 2 bis 3 Stunden. Ja, das sage ich ja nicht, weil ich 2 bis 3 Stunden jetzt hier brauche, tatsächlich wegen der Reparatur. Das ist auch total schnell. Also meinst du im Ernst, wer gibt denn sein Rad in der Fahrradwerkstatt ab? Und dann sagen sie, 2 bis 3 Stunden fertig, kannst du abholen, am gleichen Tag fertig. Das ist in letzter Zeit auch erst, bei mir ist es schon immer so, dass ich das sage, könnt ihr heute noch abholen. Und sie, was?
So, jetzt mittlerweile kommen sie schon mit dem Anspruch, die Leute. Bei mir. Diese Diskutiererei, dann geht mir auch um den Sack. Ah ja, schaffst du das nicht ein bisschen schneller? Nö. Hier ist ein ganz klassischer Fahrradladen, wo man noch nach Termin vorbeikommt, denn. Und dann ist es tatsächlich erledigt. Und deswegen gebe ich mir für meine Termine immer so ein bisschen länger Zeit. Obwohl ich, wie gesagt, 2 bis 3 Stunden immer schon sehr, sehr gut finde. Was ist denn los? Da ist ja nur eine 8 drin im Rad. Wirklich. So, machen wir mal das. Ja, schaut mal, was da alles noch mit dran hängt. Ja, ist ja nicht mal einfach ein Bremsbelag mit drin schrauben oder so, sondern es ist die Bremse komplett natürlich einstellen, sprich auch den Lauf des Rades dann ein wenig nachzujustieren und dementsprechend kostet das halt ein bisschen mehr. Also normalerweise einen Bremsbelag einfach nur ranschrauben. Klar, das kann man auch für 2 Euro machen oder so. Ne? Oder für 4 oder was. Also 2 Euro pro Belag. Aber eben, hier sind es ja noch ein paar mehr Arbeitsschritte. Schaut mal hier, jetzt ist die Bremse eingestellt. Von dem Bremsweg her. Jetzt muss ich die 8 hier rauszentrieren, die hier drin ist. So. Ne? Zack, zack. Zack. So will ich es dann jetzt erstmal lassen. Hast du gar keine Luftkasse mehr an der Treppe? Hey, die haben sie mir kaputt gemacht. Gib dir ein bisschen Luft hin, ja? Das ist gut, danke. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Zack. Hammer, erledigt. Funktioniert. Normalerweise bei innenverlegten Zügen kann man sogar noch mehr Geld nehmen. Ach Mensch, das ist genau nach deinem Geschmack der Kaffee. So. Habe die Pappe klein geschnitten. Das heißt ja nicht, wenn ich die Pappe klein schneide und reinstecke, dass sie von mir ist. Was viele ja denken, wenn sie mich dann sehen, oh, eine Pappe da rein. Das ist ja, die denken ja immer, das ist ja mein Zeug. Ist es aber ja nicht, sondern ich mache das immer nur von den anderen Teilen, obwohl ich hier viele Pappe habe, aber das ist nicht gebrochen. Er sucht ein Rennrad? So was hatte ich ja fast noch nie. Einmal hatte ich sowas schon. Das ist jetzt das zweite Mal. Er sucht ein Rennrad? Kommt hier hin, guckt, findet das Mountainbike gut in der Ecke, sagt, was kostet das? Sagt 350. Und sagt, ja, ich nehme das für 350. Ich sage, hey, das für 350? Nehmen das für 350? Ja? Okay. Ja, gerne. Also ist ja nicht so, dass ich mich jetzt dafür schämen muss, dass 350 kostet. Das ist eine schöne Sache. Und dann, ja, ein Schloss und Licht. Und okay. Gerne. Danke. Super. Also, wenn das jetzt alle gut geht und der das schön findet, freut mich sehr für ihn. Gute Entscheidung, herzlich willkommen im Club der Leute, die ausgewählte Räder fahren aus dem Hause, Tommy. Und somit verabschiede ich mich auch, weil das ist ein genialer Abschluss der Woche eigentlich, das kann man ja nicht anders sagen. Also ich war fast ein bisschen eingeschüchtert, als er meinte, er nimmt das, kauft das. Der ist nur bis... Mag ich eigentlich nicht, nur bis zum Kiosk nach vorne und zurück gefahren. Ich habe schon zu ihm gesagt, fahr eine Runde. Nee, ich nehm's.
Oh, Gott sei Dank, ein bisschen die Kosten drin. Ey, heute ist ja gar nichts passiert, richtig. Total leer ist es hier, keine Aufträge mehr drin. Zwei Räder sind noch abzuholen. Keiner kommt. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen, vielleicht übermorgen, mal sehen. Schön, dass ihr dabei seid. Denkt immer dran, sagt es den Leuten weiter, die es interessieren könnte. Das vergesst bitte nicht. Das ist mir sehr wichtig. Denn wie gesagt, im Moment stagnieren wir so ein bisschen auf dem Kanal. Hat nicht schlecht, die Gemeinschaft, die wir haben, ist gut. Aber es wäre schön, wenn noch mehr dazu kommen. Halt auch schön für euch. Ihr könnt euch untereinander ein bisschen austauschen. So dass ich auch, also ich sag mal so, Livestream, den ich hier laufen lasse wieder. Für die Leute, die den Livestream vermissen. Das werde ich vielleicht tatsächlich erst ab. Ich kann es ja nicht sagen, weiß ich nicht. Vielleicht lohnt sich das erst, wenn du 5000 Leute hast, die regelmäßig gucken. Also, was heißt regelmäßig gucken? Also, die 5000 Leute, die abonniert haben. So. Also, wenn man die Aufrufzahl pro Video auf. Bis 1500 bekommt. 1000 bis 1500. Ich weiß nicht, wie viele Leute man dann als Abonnenten haben muss. Also wenn man das so ein bisschen rechnen kann in der Statistik mäßig. So, also wenn man ein Video, was ich hochlade, innerhalb von 24 Stunden auf 1000 bis 1500 Aufrufe kommt, dann würde sich, denke ich, ein Livestream wieder lohnen und ich würde regelmäßig live streamen. Auf dem Stream-Kanal, Bikestream Berlin, genau, heißt der. Da würde ich dann auch wieder regelmäßig streamen. Die Kameraposition ist hier aufgebaut, das Kabel hängt hier rum, sinnlos, und wartet auf Verwendung. Es ist ganz einfach aus dem Grund, weil sonst langweilen sich die Leute. Ihr seid doch zu Tode gelangweilt, wenn ihr da 10 Stunden vorsitzt und kein anderer ist drin und ihr guckt immer, wieder ein Stoß. Ja, das will ich eben vermeiden. Ich will vermeiden, dass Langeweile auftritt und dass ihr den Kanal vielleicht noch deabonniert. Das muss ja nicht sein. Weil eigentlich, natürlich zeigt das normale Leben und das ist manchmal langweilig, aber viele sind dann, wenn sie 10. Mal reingucken, das 11. und 12. und 20. Mal und es ist immer noch nicht los, sind sie halt auch enttäuscht. Kann ich dann auch nachvollziehen. Ja, jetzt war der Computer schon wieder angemacht und gucken schon wieder rein und wieder ist nicht los. Aber so ist es nun mal. Ich habe heute den ganzen Tag, ich bin auch deprimiert sozusagen. Ich habe heute den ganzen Tag hier gesessen und das war nichts weiter los. Ich habe nur in den Kellern geräumt, hin und her, Kisten gewälzt, Müll aussortiert und Müll von anderen Mietern klein gemacht übrigens, ja, und so eine Sachen. Es ist halt manchmal so. Ja, deswegen denke ich, dass ich erst, ich muss es ein bisschen durchrechnen. Wann mache ich so einen Livestream wieder? Wann mache ich das regelmäßig? Also, ich rede von den regelmäßigen Livestreams halt, ne? Das lohnt sich halt tatsächlich auch erst, wenn dann, guck mal, wenn man jetzt so innerhalb von 24 Stunden eben 1000 bis 1500 Aufrufe haben pro Video, ist ja nicht schwer, wir haben jetzt manchmal schon 400, ne, pro alle 24 Stunden. Dann sind, gehe ich davon aus, dass vielleicht 100 Leute, 100 bis 200 Leute sich eben auch, oder warte mal, nee, ist ja Quatsch, mehr so, ja, also wenn ich 1500 Aufrufe, dann gehe ich davon aus, dass vielleicht in dieser Zeit circa 700 sich den Livestream angucken. Also während dieser 12-Stunden-Schicht einschalten. Von diesen 700 gehen vielleicht nochmal 10% in den Chat. Sprich 70. Und dann wird es interessant für euch. Halt, es geht mir wirklich jetzt in dem Sinne nur um euch. Ich habe ja davon nichts. Ob da, also im Moment, ich sag mal ganz im Ernst, natürlich irgendwann, wenn man Millionen Abonnenten hat, dann mit Sicherheit hat man was davon und mit Sicherheit kann man da irgendwie richtig Kohle verdienen und machen und tun. Aber bitte Leute, glaubt mir, dass ich bestimmt nicht 3 Jahre ins Leere arbeite, um am Ende irgendwie 100 Euro rauszuziehen. Also das ist wirklich ein Stück weit Leidenschaft, das muss man einfach auch mal so sehen, ne? Was ich da schon rein investiert habe an Zeit, das, wenn ich das hochrechne, dann müsste ich erstmal 5 Jahre lang wieder was verdienen, damit sich das rechnet. Also das ist, und richtig plus mit einfahren, weil ansonsten ist es Quatsch.
Ja, also insofern kann man da keine Vorhaltung machen, dann damit YouTube dann auch irgendwann mal Geld verdient, außer der macht halt wirklich stumpfen Schwachsinn oder sowas, ja. Aber wie gesagt, YouTube ist Arbeit. Und mir geht es dabei jetzt echt nicht ums Verdienen, sondern einfach darum, dass es ist interessanter für euch, wenn dann halt mal nichts los ist. Und da sind noch 70 andere, die irgendwie auf irgendwas warten. Dann kann man sich untereinander austauschen. Da bilden sich ja auch immer irgendwelche Gruppen, irgendwelche Freundschaften, vielleicht auch irgendwelche Kontakte. irgendwelche Fachsimpeleien, Fachgespräche etc. Also, das finde ich halt toll. Das finde ich gut. Das würde ich machen. Meine Frau wollte morgen vielleicht spazieren gehen, wenn das Wetter gut ist. Und dann werden wir das nämlich auch erstmal machen. Ich muss mich auch eigentlich ein bisschen auskurieren. Ich merke irgendwie, die Stimme versagt langsam. Ich hoffe, meiner Tochter jetzt am Montag wieder gut. Dann kann sie in die Schule gehen. Dann ist das auch wieder geregelt. Ich habe am Montag eigentlich auch schon wieder Sachen zu tun. Naja. Okay, liebe Leute, ich verabschiede mich. Wir sehen uns auf alle Fälle morgen oder übermorgen. Ne? Also seid nicht sauer, wenn morgen nichts kommt. Aber meist ist es ja so, ist es ja nicht so, dass nichts kommt. Deswegen, also wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Euer Tommy.